Das Adamaya-Institut ist meine beste Chance, den Kronenmeuchler zu finden. Alexandra Hypatia hat ein altes Solarium in ein medizinisches Forschungszentrum umgewandelt, das auf allen Inseln bekannt ist. Sie ist eine brillante Alchemistin und widmet ihre Arbeit den Bergleuten von Karnaka. Wenn jemand weiß, wo Sokolov ist und was hinter allem steckt, dann sie. Danach brauche ich neue Stiefel. Wir arbeiten scheinbar wieder am Bahnrelais. Sollen wir mal nachsehen? Na, die sorgen schon dafür, dass alles gut wird. Da kommt keiner mehr. Aber man kann nie wissen, ob der Herzog nicht jemanden schickt, um nach dem Rechten zu sehen. Er lässt das Adamaya nicht aus den Augen. Ja, irgendwas geht hier vor. Nach letzter Nacht bin ich mir da sicher. Ich habe was gesehen. Und was immer es war, ein Mensch war es nicht. Bevor ich zum Adamaya kam, war ich in einem Tatort des Kronenmeuchlers. Wer das alte Pärchen noch abgeschlachtet hat, der hat es genossen. Und was denkst du? Weiß nicht. Es kommt am Morgen wieder, Blutspuren an den Fenstern. Ist mir ein Rätsel. Vielleicht hat der Herzog einen neuen Bären oder Affen aus Pandischen mitgebracht. Raubt mir den Schlaf, wenn ich dran denke. Dieser Teil des Instituts steht schon eine ganze Weile leer.
Schon so lange hier. Da müssen Sie doch wissen, dass Dr. Hypatia's Büro tabu ist. Ja, bitte. Es würde Dr. Hypatia nicht viel Zeit kosten, sie sich anzusehen. Meine 7-jährige Tochter hat sich beim Wassertragen das Bein gebrochen. Und mein 3-jähriger Sohn hustet seit Wochen. Er ist so blass, grau fast. Ich könnte sie herbringen. Es tut mir sehr leid, aber da kann ich nichts machen. Dr. Hypatia behandelt keine Patienten mehr. Und das Institut untersteht der Garde. Scheinbar können Sie Ihren Dienst nicht tun, ohne Probleme zu machen. Hallo. Bitte, ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Wo ist Dr. Hypatia? Alles in Ordnung? Hey, stimmt was nicht? Das klang wie Glasscherben. Jemand schießt auf uns! Nein! Das funktioniert ist schlecht. Blut! Was? Ich kriege dich schon! Komm zurück! Fliehne! Der Herzog von Sarkonos. Scheiße nochmal! Weitermachen.
Was war das? Los? Wahrscheinlich. Hast du das gehört? Ich sehe mich mal besser um. Vielleicht. Nein. Ist er. Hey du, komm her! genug Sorgen hätte. Nun soll hier auch noch jemand herumschleichen? Hilfe! Beim Würfeln. Hey! Thank you.
ein Opfer des Kronmeuchlers, kein Zweifel. Es muss einen Hauptschlüssel für das Labor geben, irgendwo. Beim Großpalast? Ich frag mich, wer das...
Sie schreibt. Unvollkommen. Halb verstanden. Schlecht erinnert. Schon bald wird die Geschichte des Kronmeuchlers verformt und verbogen werden. Wie ein weiches Stück Metall. Mal ein Monster zum Abschluss freigegeben. Dann ein Opfer vom Verrat. Verschont, weil es einen anderen Weg gab. Doch du erinnerst dich an die Wahrheit, nicht wahr? Deine Wahrheit. Dass sie bleibt, wo sie hingehört. Na los! Beenden wir's! Und ich habe verstörte Träume. Selbst die Ruhe weicht mir aus. Herzog Abele wirkte zuerst übermäßig behütend. Aber ich werde immer mehr zur Gefangenen in meinem Labor. Die Soldaten lassen mich in Ruhe. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Wirklich traurig macht mich der Verlust meiner Arbeit. Mir hat die Verbindung zu den Leuten, die mich wirklich brauchen, immer gut getan. Die Arbeiter und ihre Familien. Wenn ich höre, dass ein Fieber ausgebrochen ist oder die Bergleute eine neue Krankheit haben, schmerzt es mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann, um ihnen das Leid zu nehmen. Seltsame Zeit. Ziemlich übel.
hab wieder was unter den Fingernägeln. Womit habe ich noch Sind Sie ein Patient von mir? Tut mir leid. Ich sollte das wissen. Ich möchte Sie etwas fragen. Verbergen Sie Ihr Gesicht wegen einer Narbe? Die Krankheiten, die wir hier behandeln, sind weiter verbreitet, als die Leute zugeben. Ich bin nicht deswegen hier. Ich suche Anton Sokolov. Sokolov? Ja, er war kurz hier, aber sie hat ihn weggebracht. Zu Kirin Jindosh. Haben Sie das eben gehört? Was ist mit dem Kronmeuchler? Ist er Ihr Patient? Der Kronmeuchler? Der Name ist aus den Zeitungen. Ich weiß nicht. Ach ja, die Morde. Da war ich in Dunwall, um Krankheiten von Walfängern zu untersuchen. Moment, hat da jemand nach mir gerufen? Ich bin so vergesslich geworden. Der Kronmeuchler ist interessant. Da kann ich Ihnen bestimmt helfen. Es lief alles so gut und jetzt lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Wer ruft mich da? Entschuldigen Sie. Bestimmt könnte ich Säure damit herstellen. Die würde ich dem Herzog direkt ins Maul schütten. Gedächtnisschwund vielleicht. Eine typische Krankheit von Genies. Gut, dass Sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosh, der ihn zerbricht. Hier läuft was furchtbar schief, aber ich weiß nicht was. Er weiß, welche Wunder der Naturphilosophie Jindosh mit Sokolovs zusätzlichem Wissen noch preisgeben wird. Aber es wird Zeit für Sie, wieder hervorzutreten. Was Sie wohl dazu sagen würde? Wir benötigen Ihre besonderen Talente. Der Doktor wird nach Dunwall reisen, da Ichabod Boyle als Nächster auf der Liste steht. Beeilen ich höre Sie flüstern. Ganz tief unten, in einem Brunnen irgendwo. Nahrung für Ihre Albträume. Was haben Sie? Dr. Hypatia war es. Sie ist der Kronenmeuchler. Aber sie ist nicht sie selbst. Sie entwickelte ein Serum für die Bergleute. Das erste verursachte schreckliche Veränderungen in ihrem Kopf. Für mich ist es zu spät. Aber für sie noch nicht. Sie ist ein guter Mensch. Was kann ich tun? In meinem Tresor. In der Krankenabteilung. Dort finden Sie ein Rezept für ein Gegenmittel. Bitte! Die Tresorkombination ist 183. Ist weg. Was ist passiert?
Kopf? Hey! Wo bitte denn so hin? Sie müssen etwas wissen. Wird nicht lang dauern! Ich sehe keine Gespenster. Mal sehen, was da drin ist. Das Buch Ihres Assistenten. Bewusst ist. Es war schon immer da, in ihrem Geist. Es übernimmt sie und zwingt sie, mehr von dem Originalserum zu nehmen, mit gewisser Regelmäßigkeit. Der Herzog hält sie hier gefangen. Und wenn ich recht habe, gibt er ihr niederträchtige Aufträge. Hypatia ist der Kronenmeuchler aus den Zeitungen. Sie geht und kehrt mit blutigen Fußspuren zurück, aber es gibt ein Heilmittel. Ein Gegenserum. Ich will es ihr verabreichen, sobald ich meine Notizen aus dem Safe in der Krankenabteilung habe. Hallo? Oh, Alexandria. Ich hab gerade... Sie sind es? Ja, Vesco, mein Liebster. Sie wurden entdeckt. Und nun stehen ein paar Experimente an. Ich sorge dafür, dass es angenehm wird.
Ich wette, Dr. Hypatia empfängt keine Patienten mehr. Jemand dringend Ärger. Was zum... Halt! Ich stelle mir vor, wie darin die Gesichter unserer Widersacher zerquetscht werden. Fehlt was.
ihretwillen hoffe ich, dass es klappt. Ich geh nicht. Ich geb's nicht zurück. Doktor? Ja. Tut mir leid. Mir geht's nicht so gut. Vielleicht habe ich mir was eingefangen, als ich mit ansteckenden Proben hantiert habe. Nein, sie wurden vergiftet. Aber es müsste jetzt besser werden. Ich habe alchemistische Notizen gefunden und ein Gegenmittel gemischt. Vergiftet? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wenn Sie ein paar Tage Ruhe brauchen, kommen Sie zu uns. Ich wohne mit einem Freund auf einem Boot, der Dreadful Whale. Doktor? Ja. Thank you.
der Wachturm erledigt ist, kann Megan mich aufsammeln. Ich leg mich hin, bis sie soweit sind. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Nur noch ein bisschen, dann verschwinden wir hier. Noch immer auf den Beinen, alter Mann? Sie haben sich gut gemacht, aber wir sollten jetzt aufbrechen. Sie haben es geschafft. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja, gehen wir zurück zur Dreadful Whale. Hypatia war der Kronenmeuchler. Das ist unmöglich. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert. Aber es gab ein Gegenmittel, darum lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Und Sokolov? Sie haben ihn zu einem Mann namens Kirin Jindosch gebracht. Des Herzogs Großerfinder. Angeblich brillant. Noch ein Genie. Genau, was wir brauchten.